ärgere mich schon noch über das Spiel. Also klar, es war halt vorher so. Aber wir haben halt bei den Jungs aber so mitgefiebert. Nach Rio fahren dürfen, dass unsere Familie und Freunde das wieder reinhängen können. Also ich bin so von Lachen, Weinen, Lachen, Weinen, Lachen, Weinen. Ist irgendwie alles drin und wird uns einfach mehr Herzen für die Jungs gesagt, gehen. Aber, und es war auch irgendwie. Ich weiß nicht, andererseits bin ich aber stolz, dass wir es geschafft haben, einfach mit Fair Play und erlaubten Mitteln und das einfach aus eigener Kraft geschafft haben. Und ich wünsche mir einfach, dass beide Jungs mitkommen. Kannst du für dich selber nochmal sagen, du hast viel von dem Bild gesprochen, was jetzt hier gerade passiert ist, dass du deine Familie in die Arme schließen kannst. Und ja, ist es dann so, wie du es dir ausgemalt hast? Das ist genau so. Und ja, ich weiß nicht, wieso das auch durch die OP einfach, wenn du da liegst und einfach weißt, du machst vielleicht nie wieder Sport und kannst vielleicht nie wieder so springen oder dich auch bewegen. Ist das einfach nochmal emotional ziemlich aktuell. Unsere Freunde, unsere Familie sind da. Ich weiß nicht, wir werden zum Sportplatz auf jeden Fall nochmal rüberfahren und heute Abend steigt auch eine Red Bull Party, habe ich so schon mal gehört. Und ich denke, dass wir uns da auf jeden Fall lange aufhalten werden. Ich glaube, es war einfach auch unser Riesenvorteil, dass wir so viel Spaß hatten auf dem Feld, dass wir das so genossen haben und diese Spielfreude, ich glaube, dass die dann schon auch auf den Gegner wirkt und vielleicht den Gegner dann auch ein Stück weit verunsichert und uns auf jeden Fall auch stärkt. Und ich glaube, dass das in dem Sinne nicht immer nur ein Nachteil war, sondern auch für uns ein Riesenvorteil war, dass uns nochmal so bewusst geworden ist, was für ein Glück wir eigentlich haben, was wir hier machen dürfen und dass wir zu zweit sind und dass wir das gemeinsam miteinander genießen können. Und ja, deswegen war es ganz cool.